Herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Möller. Ich leite die Steuerabteilung von PwC Deutschland. Ich heiße Sie willkommen, unseren PwC-Videoblog gemeinsam mit mir zu betrachten. Gehen wir rein. Willkommen zum PwC Tax Blog. Mein Name ist Ulf Andresen. Ich bin Verrechnungspreispartner am Standort Frankfurt und darf Sie heute in die Verrechnungspreiswelt entführen. Bei den Verrechnungspreisen haben die OECD G20 in den letzten 2 Jahren signifikante Anstrengungen unternommen, Verrechnungspreise stärker in den Fokus der Betriebsprüfungen zu bringen. Zum einen ist das deswegen geschehen, weil Konzerne in der Regel einen Mehrgewinn erwirtschaften gegenüber unabhängigen Unternehmen und diesen Mehrgewinn relativ frei allokieren können zwischen den Konzerngesellschaften. Ab und zu landet dieser Gewinn auch in Steueroasen, was natürlich für die Staaten der OECD und G20 ein Dorn im Auge ist. Deswegen hat man Maßnahmen entwickelt, um über den Fremdvergleichsgrundsatz hinaus diese Gewinne einer Besteuerung zuzuführen. Wie soll das geschehen? Zum einen wird es geschehen darüber, dass man neue Dokumentationsvorschriften einführt bzw. die bestehenden Dokumentationsvorschriften verschärft. Zum einen wird es einen Masterfile geben, den Steuerpflichtige zukünftig immer zu erstellen haben und der weltweit den Finanzverwaltungen zur Verfügung gestellt wird. Daneben soll in Zukunft ein Local File erstellt werden, in dem sehr dezidiert und detailliert auf einzelne Transaktionen einzugehen ist. Und diese Maßnahme wird flankiert durch eine sehr viel stärkere Fokussierung auf Finanzdaten auf lokaler Ebene und eine schnellere Frequenz, mit der diese Finanzdaten auf einen neuen Stand zu bringen sind. In Zukunft muss man beispielsweise jedes Jahr die Finanzdaten von sogenannten Vergleichsunternehmen auf den neuesten Stand bringen und alle 3 Jahre wieder eine neue Vergleichsanalyse zu erstellen. Neben diesen beiden Elementen Masterfile und Localfile ist das sogenannte Country-by-Country-Reporting zu erstellen. Das muss man sich als eine Art Tabelle vorstellen, in der die wichtigsten Finanz- und Steuerdaten von Konzernen zusammengefasst werden, um den Finanzverwaltungen eine erste Indikation darüber zu geben, ob es sich um einen risikobehafteten Steuerpflichtigen handelt. Risikobehaftet in dem Sinne, dass dieser Konzern unter Umständen Gewinne nicht dort zeigt, wo er seine Hauptfunktionen hat, wo die meisten Personen sitzen und wo vielleicht das größte Know-how dieses Konzerns angesiedelt ist. Wenn das der Fall ist, würde die Finanzverwaltung zu weiteren Prüfungsmaßnahmen greifen, die insbesondere in den Action Items 8, 9 und 10 der OECD-Papiere zu Base Erosion und Profit Shifting enthalten sind. Da geht es zum einen um das Thema immaterielle Wirtschaftsgüter. Es wird in Zukunft so sein, dass man stärker darauf achten wird, wer zur Schaffung von immateriellen Wirtschaftsgütern beiträgt und nicht so stark auf die rechtliche Struktur abstellen, die in der Vergangenheit häufig dafür genutzt wurde, Gewinne dort zu allokieren, wo rechtliches Eigentum war, wo aber nicht notwendigerweise die Personen gesessen haben, die dieses immaterielle Wirtschaftsgut entwickelt haben. Das Gleiche gilt für das Thema Risiken. Risiken im Konzern können auch vertraglich in bestimmte Lokationen allokiert werden. Und wenn dieses Risikotragen in Zukunft nicht mit entsprechenden Menschen und Entscheidungen verbunden ist, die auch eine Kontrolle über Risiken ausüben und die entsprechende Gesellschaft, die die Risiken tragen soll, auch entsprechende finanzielle Kapazität hat, wird es in Zukunft zu Anpassungen kommen. Das kann man unter dem Thema Substanz diskutieren, dass man in Zukunft also stärker darauf achten wird, dass die Substanz vorhanden ist, wenn gewisse Verrechnungspreissysteme umgesetzt werden. All diese Dinge werden weiterentwickelt werden und PwC wird Sie weiter informieren. Schauen Sie einfach auf unsere Website oder auf die Tax-App. Vielen Dank.